Und jetzt? Okay, gibt es anscheinend einen Zeitsprung. Und das dürften die Ausläufer von Sieht so Scarlet aus, als sein. wären sie bereits fort. Ja, das sieht nicht so schön aus da. Ja, Scarlet sieht auch nicht mehr so frisch aus. Okay, ja, wir sind jetzt hier in. Anscheinend wurden wir jetzt ein bisschen geportet. Das wäre das mit dem Pferd. Es hat wahrscheinlich länger gedauert, aber ich glaube, ja gut, wir sind auf jeden Fall da raus aus der Stadt. Ach, guck mal, da gibt es jetzt tatsächlich eine Hinweisgeber-Quest. Oh, spannend. Ja, okay, die hatten wir vorher nicht. Okay, also hier ist Scarlet, da müssen wir jetzt diesen Weg noch voranschreiten. Ich glaube, hier in dem Ort, wo mehr oder Mein weniger der Gott. Tod herrscht, an dem wollen wir jetzt nicht so lange verweilen. Wir werden uns mal unauffällig und jetzt auch im Dunkel so ein bisschen hier vorantreiben. Oder ist jemand? Der lebt aber noch, oder? Meine Gebete wurden erhört. Gerade wollte ich meine Wut an jemandem Halt! auslassen. Ich kann aber doch einfach Kampf kämpfen, oder? Hör auf! Au! Mist! Oh Gott, ich werd. So, was war er denn jetzt hier? Okay, was hat er dabei? Einen leichten Gambeson, aber das hat alles nichts an Wert. Der hat Fußwickel mit Sohlen. Ein Lederwams. Das sieht vielleicht noch ganz gut aus. Die Beindinge. Die sind auch noch ein bisschen was wert. Ja, wir lassen das. Wir wollen jetzt auch nicht zu viel mitnehmen. Nicht, dass jetzt irgendwie uns dann. Können wir uns davon was anziehen, was irgendwie sinnvoller ist als das, was wir jetzt anhaben? Der Lederwams. Der ist besser als unser grünes Hemd. Aber nicht. Naja, wobei von der Haltbarkeit nicht wirklich. Ist natürlich mehr Gewicht. Na, das lassen wir. Die Beinlinge sind auch nicht besser. So. Ich will das Hemd aber wieder anziehen. Achso, das hat er. Achso, das hat er zusätzlich angezogen. Okay, alles gut. Ne, das ist okay. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Schutz. Und die Beinlinge. Na, sind nicht besser als unsere Hose. Das lassen wir mal. Achso, wir können auch mal was mit der Sichtbarkeit machen, ne? Die Sichtbarkeit ist jetzt. So ist es weniger gut, okay. Na gut, dann lassen wir das so. Okay, dann müssen wir jetzt tatsächlich aufpassen hier. Vor allem was unsere Gesundheit angeht. Ich weiß auch gar nicht, was das, ob das einer von den Soldaten war oder einer von den Überlebenden, der hat uns auf jeden Fall einfach grundlos angegriffen.
Wir werden jetzt mal ein bisschen abseits der Straßen gehen hier. Ja, nicht im Bach, aber zumindest hier irgendwie am Bach entlang. Oh nein. Wir sind jetzt nochmal so auf halber Höhe. Hier geht's dann von der Seite ins Dorf hinein. Nein, und guck, dass man hier überall kaputte Karren, Pferdeleichen, Menschenleichen. Gütiger Gott, das ist der Köhler. Ah ja, stimmt. Oh ja, das ist der Köhler, von dem wir die Kohle noch gekauft haben. Ja, wir könnten den jetzt hier plündern. Eine Brezel und Karotte hat er hier. Ja, die lassen wir. Getrocknete Pilze und Meerrettich. Naja, wahrscheinlich haben die eh alle kein Geld mehr bei sich. Das werden die Kumanen und sonstigen schon geplündert haben. Sollen vielleicht doch hier auf der Straße laufen. Okay, die haben alle noch was zu essen dabei, aber... Oh nein. Da ist jemand, rennt jemand weg. Ach so, wir haben Hey gerufen und da ist jemand weggerannt, okay. Der rennt da hoch den Berg. Seht ihr das noch? Warum tut jemand so etwas? Was haben diese armen Seelen ihm denn getan? Ja gut, hier werden die letzten... Oh, die hat noch Verbände dabei. Die nehmen wir uns aber mal mit. Die letzten, das letzte Hemd ausgezogen von den Leichen. Und wir sind, am Bildstock in Scarlets. So, unsere Eltern aus dem Wissen, genau, wir wissen, dass die ungefähr da liegen oder liegen müssten. Zumindest war das der letzte bekannte Ort, als wir sie noch lebend oder besser gesagt sterbend gesehen haben. Dementsprechend würde ich auch einfach versuchen, von der Seite da reinzukommen. Ja, die haben natürlich alles nichts mehr dabei. Hey, wer ist da? Wer ist? Meine Gebete wurden erhört. Gerade wollte ich meine Wut an jemanden auslassen. Verdammt! Oha. Jetzt haben wir den, glaube ich, tatsächlich auch... Ach, ein Bandit. Okay, guck mal. Edle Schuhe. Okay. Plattenkacheln. Der hat auf jeden Fall noch mal ein bisschen was an Ausrüstung dabei gehabt. Also hier sind viele Banditen unterwegs. Das, was er gesagt hat, dass hier keiner mehr unterwegs ist, das stimmt nicht ganz, muss man sagen. Die können wir auf jeden Fall nochmal ausrüsten. Die edlen Schuhe sind vielleicht ein bisschen besser als unsere alten Stiefel. Aber die lassen wir mal erstmal. Fackel, trockene Pilze. Brezel, Karotten. Wieder eine ganze Menge Pferdeleichen hier. Das sieht wirklich böse aus hier. Ob es Theresa wohl geschafft hat? Wir wissen ja, dass wir, als wir geflüchtet sind, die Kumanen von ihr abgelenkt hat. Und ich glaube, noch im Augenwinkel gesehen zu haben, dass sie es noch ins Haus geschafft hat. Sicher bin ich mir aber nicht. Das war auch dann hier unten irgendwo. Da kommen wir jetzt eigentlich auch gar nicht hin. Was ist denn hier? Ist das irgendwie... Ach nee, das ist nur unser... Da kommen wir jetzt auch gar nicht hin. Wir sollten, glaube ich, jetzt... direkt ins Dorf und nicht so lange hier aufhalten. Oh, und hier ist alles versperrt, okay. Hier kommen wir wohl nicht durch. Das heißt, wir müssen jetzt in Richtung Haupteingang.
Gibt's noch einen anderen Eingang? Wir können natürlich wieder suchen, ja, hier ganz hinten rumzukommen. Aber wir versuchen es erstmal durch den Haupteingang. Wir müssen echt ein bisschen aufpassen hier, die ganzen Banditen und Leute, die hier sind. Bloß gut, dass wir das gute Schwert haben. Hier über diesem Hügel kam Sigismund mit seiner Armee und seinen Kumanen. Die uns hier geärgert haben. So, da ist noch jemand. Was haben wir denn da? Und leck mich doch! Okay, wir gucken mal, ob wir mit dem Banditen irgendwas machen können. Reden. Ihn unbewaffnet ziehen lassen, den Kampf fortsetzen, ihn einfach so ziehen lassen. Der schändet hier auch die Leichen. Ich weiß nicht, was wir machen, wenn man ihn. Nee, wir Hier kämpfen ist nicht fort. nach Reden. Er ist tot. Bastard! Jesus. Wir können den Leuten ja jetzt nicht hier. Wer weiß, was die uns im Schilde führen, wenn wir die jetzt weiterlaufen lassen. Ringeblumenaufguss, Verbände. Ansonsten hat er nichts dabei, was wir jetzt. Gepolsterte schwarze Bunthaube, die ist noch einiges wert. Die sollten wir vielleicht mitnehmen. Noch können wir das auch alles ein bisschen tragen. Mann, oh Mann, viele Banditen hier auf dem Weg. Okay. Und ja, wir sind Der Vogt. Er floh nicht wie ich. Er starb mit dem Schwert in der Hand. Ja, das ist der Dorfvogt. Der hat nichts mehr. Oh, eine weitere brauche ich nochmal einen Verband. Oh, mit Groschen. Wir können es doch nochmal ein bisschen was hinnehmen, ja? Das ist, glaube ich, auch einer der Deutschen, glaube ich sogar, oder der mit dem Deutschen diskutiert hat. Ausgehungerte Pferde. Ja, und wir sehen hier alle. Du hast ihn gepriesen und so hat er es dir gedankt. Und doch warst du ein Held. Hast nicht geflohen. Hast sie nicht im Stich gelassen. Wie ich. Okay, hier wurde auch noch gekämpft. Viele der Dorfbewohner sind noch hier. Irgendwo da oben müssten unsere Eltern eigentlich liegen. Nein, Oh nein. nein. Wieso? Warum gerade du, Bianca? Ich finde die Bastarde, die dir das angetan haben. Ich werde sie finden, das schwöre ich. Warte kurz. Ich suche meine Eltern und kümmere mich dann um dich. Ich lasse dich nicht so hier liegen. Also auch Bianca hat's erwischt. Oh, Biancas Ring. Den nehmen wir uns mal mit. Ich Und den nehme das als Ritterkranz. Andenken an dich mit, meine Liebste. Ist hier in der Taverne noch irgendwas zu holen? Das ist jetzt die Frage. Oder ist alles versperrt? Okay, die haben ja alles versperrt. Sind auch nicht unsere Eltern. Und das auch nicht. Oha. Dann kommen sie ja wohl jetzt.
Wieso tust du mir das an, Vater? Wieso? Wieso hast du mich allein gelassen? Vergib mir. Bitte vergib mir für alles. Nächstes Mal laufe ich nicht weg, nein. Ich werde nie wieder weglaufen. Ich finde den, der euch das angetan hat. Ich kenne sein Gesicht. Ich kriege ihn. Aber zuerst muss ich eine Schaufel finden und mich um euch kümmern. Ich weiß noch, wie du mir sagtest, du wolltest neben Mutter leben. Hier. Unter der Linde. Wenigstens kann ich dir diesen Wunsch noch erfüllen. Ach ja, das ist schon hart. Okay, wir haben uns leider gefunden. Und hier bellt ein Hund. So, wir sollen uns eine Schaufel besorgen. Und zwar haben wir einen riesengroßen Suchradius. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen suchen müssen. Was gibt, haben denn unsere Eltern noch? Trockenobst und eine Brezel. Upsala, was habe ich gemacht jetzt? So, sorry. Unser Vater hat noch Groschen. Ja, die können wir vielleicht nochmal entnehmen, ja. Gut, dann suchen wir mal eine Schaufel. Wo finden wir denn jetzt hier eine Schaufel? Und was ist das für ein Hund? Hier irgendwo ein Hund. Und Stimmen höre ich auch. Oha. Ach. Zieh Leine, du Drecksköter. Das ist für ein Zufall, dass er eine Schaufel hat. Bischek? Was in Gottes Namen treibst du da? Wonach sieht's denn aus? Rüben ausgraben? Das Vieh ist auf mich losgegangen. Ist das nicht der Köter des Fleischers? Und das da hinten ist seine Leiche? Ja, hast recht. Aber was hat das mit diesem aggressiven Viech zu tun? Es bewacht sein Herrchen. Ich würde sagen, das arme Tier bewacht sein Herrchen. Du hast nicht zufällig versucht, an ihn ranzukommen. Was kümmert's dich, was ich hier mache? Was machst du hier? Ich möchte meine Eltern bestatten. Ich möchte meine Eltern bestatten. Dann tu das und lass mich in Ruhe. Was ist mit Theresa passiert? Weißt du, was mit dem Müllersmädchen Theresa ist? Als ich vor dem Kumanen floh, wollten sie... Sie wollten sie schänden. Ist Gott was noch? Nein, ich weiß nichts. Was kümmert's mich? Wahrscheinlich haben die sie geschändet und wie alle anderen umgebracht. Pech. Muss auf mich selber achten. Dieser Bischek war ja schon am Anfang so recht unsympathisch, als es nicht noch alles okay war in dem Dorf. So ganz zufrieden bin ich mit ihm hier nicht. Wie konntest du entkommen? Was glaubst du? Bin gerannt. Okay, leih mir deine Schaufel. Würdest du mir die Schaufel borgen? Ich muss ein Grab ausheben und finde keine andere. Was ist er dir wert?
Nettes Schwert, das du da hast. Das hätte ich gern für die Schaufel. Wie kommst du überhaupt zu so einem Ding? Es ist für Herrn Ratzig. Vater schmiedete es für Herrn Ratzig. Ich muss es ihm bringen. Es steht nicht zum Verkauf. Dann heb das Grab mit dem Schwert aus. Schauen wir mal, wie gut das geht. Und wo willst du deine Eltern eigentlich begraben? Doch nicht hier in ungeweihtem Boden, oder? Vater wollte hier bestattet werden. Bleib mal noch ein bisschen freundlich, obwohl ich jetzt schon so langsam so einen kleinen Hals bekomme hier mit dem Typen. Vater wollte hier begraben werden und ich kann sie nicht nach St. Jakob bringen. Vielleicht finde ich später einen Pfarrer, der den Boden segnet. Ich hab dich beim Leichenfleddern gestört. Bist du deswegen so gereizt? Du Bastard! Hast du denn keinen Funken Ehre? Und wenn schon. Der Fleischer braucht sein Geld ja wohl nicht mehr. Und wenn ich drüber nachdenke, dein Schwert würde mir auch gut passen. Rückst du's ohne Tamtam raus oder willst du wieder Fleischer enden? Du berührst dieses Schwert nur, wenn ich es dir in die Eingeweide treibe. Na komm dann. Können wir den jetzt eigentlich einholen? Ne, wir können den nicht einholen. Der rennt wie sonst was. Ich hoffe, er hat die Schaufel hier gelassen. Na, der war schon ein bisschen merkwürdig, der Typ. Oh, Brennnessel. Vielleicht bringt das ja nochmal für irgendwas. Ah, guck mal, die Schaufel ist hier. Okay. Oh nein, der Hund. Können wir den irgendwie streicheln? Ruhig, Junge. Du kennst mich. Und dein gutes Herrchen wird es nicht mehr benötigen. Nein, wir lassen das mal in Ruhe. Wir lassen den Hund mal seinem Herrchen bewachen und dann ist gut. Und wir kümmern uns mal um unsere Eltern. Wirklich ein grauenhaftes Wetter. So viele Dorfbewohner hier, die ihr Leben gelassen haben. Und alles nur wegen Sigismunds und seiner Armee. So, ja, und Vater wollte der Linde da begraben werden. Neben seiner Mutter, neben meiner Mutter, also seiner Ehefrau sozusagen, und ja, dann werden wir wohl sie hier unter der Linde graben. Das ist eine gute Stelle. Hier wird es euch gefallen. Gut, kann ich jetzt hier, muss ich das irgendwie in die Hand nehmen, die Schaufel, oder? Was passiert jetzt? Na, wir nehmen sie mal in die Hand. Können wir die ausrüsten? Nee, können wir gar nicht. Ach, beginn zu graben. Okay. Oh, da kommt der Hund. Also. Legen wir mal los.
Verdammt nochmal. Wie soll ich das nur schaffen? Brauchst du vielleicht Hilfe? Oh oh. Ist das der Typ? Ja. Siehst du nicht das Schwert? Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Was, Bishek? Na, wer sollen wir schon sein? Franziskanermönche? Oh nein. Wir rauben dir alles, was du hast. Oh nein. Vor allem diese feine Klinge, die sowieso nicht zu so einem Streuner wie dir passt. Das war meines Vaters Schwert. Das könnt ihr also vergessen. Den da meinst du? Ich glaube kaum, dass er es noch brauchen wird. Hör mal, Junge. Gib uns das Schwert. Und vielleicht lasse ich dich gehen. Wenn nicht, gibt's eine Familienzusammenführung, die dir nicht gefallen wird. Lass mich in Ruhe. Töte ihn, na los! Ja, hack den Bastard zu Brei! Wie du willst. Es hätte dich nur ein paar Zähne gekostet. Okay, die Frage ist jetzt, haben wir das Schwert jetzt in der Hand oder haben wir es nicht in der Hand? Wir haben es natürlich nicht in der Hand. Ja, gut. Ja, okay. Das ist ja sinnvoll. Toll. Ich hab dir ja gesagt, wie das enden wird. Aber du wolltest ja nicht hören. Erste Blut mit dieser Schönheit. Mein Alter hätte sicher nie gedacht, dass es dein Blut sein würde. Wir haben schon mal gekämpft. Ich glaube, es gibt ein Wort für solche Momente. Dein Alter kannte es bestimmt. Aber ich bin bloß ein einfacher Mörder. Hast du beim Schmieden geholfen? Ja, bestimmt hast du das. Was für ein Pech. Gerade durch das schwer zu sterben. Hey, ihr Ziegenficker! Oh. Oh. Hört auf mit den Spielchen. Oh, der Ratzigschwert ist weg. Oh, und das war das Intro. Jetzt sind wir erst im Intro für das Spiel. Oh mein Gott, wir haben noch so lange zu spielen. Oh, da waren wir schon mal. Thalberg. Oh, der Hund ist auch dabei.
Nächste Quest abgeschlossen, Heimkehr. Rette deine Eltern, Aufgabe begonnen. Ich glaube, wir haben wieder irgendwelche Träume. Wir sind, glaube ich, wieder in Scarlets, wenn ich die Mauern so anschaue. Wir sind wieder auf dem Weg, wo gleich links die Taverne ist. Und wir hören... Ah, itt épp egy malacka tévedt a disznőlésre. Wir können uns prügeln und schlagen. Und wir werden diesen Traum immer und immer wieder erleben, glaube ich. Gegen die Kuman. Oh, wir haben Stärkestufen erreicht. Können wir das im Traum sogar erlernen? Das ist ja witzig. Ja, und wir bekommen aber auch immer was drauf. Können wir nicht einfach weiterlaufen? Jetzt ist er weg. Laufen wir jetzt gerade wieder zurück? Ich sehe gerade nicht durch. Hier im Fieberwahn. Okay, hier scheint wieder der Hauptweg zu sein. Ah, hier ist die Schenke. Okay, hier ist die Taverne. Wer ist das? Dorfbewohnerin. Unsere Eltern müssten irgendwo theoretisch hier sein. Hier ist der Brunnen. Brauchst du Hilfe? Oh nein. Ja, das verfolgt uns in unseren Träumen. Es gibt viel zu tun. Puh, das ist hart. Also, das wird, glaube ich, ein ganz schön intensives Spielerlebnis, unabhängig davon, dass das ganze System hinter dem Spiel doch recht komplex ist. Also, es ist hellichter Tag. Steh auf, gespannt. Heinrich. Aufwachen. Ein neuer Tag. Heinrich. Heinrich, hörst du mich? Heinrich, hörst du mich? Halleluja. Dachte schon, du wachst nie auf. Hattest du wieder Albträume? Theresa? Immer noch Fieber. Onkel wird es nicht gefallen, aber du musst noch im Bett bleiben. Wo bin ich? In Scarlets? Nein, wir sind in der Mühle meines Onkels in Rathai. Ich wusste nicht, wohin. Was ist passiert? Du erinnerst dich wirklich an nichts? Tja, wundert mich nicht. Ich fand dich, nachdem dich diese Halunken attackierten. Erst dachte ich, du wärst erledigt, aber du hast noch geatmet. Warum nur bist du zurückgekehrt? Das war Wahnsinn. Sie schlachteten jeden ab, den sie erwischten.
meine Eltern. Ich wollte sie begraben. Ich musste... Keine Sorge. Ich habe das erledigt. Danke. Jeder gute Christ hätte das getan. Aber jetzt musst du schlafen und wieder zu Kräften kommen. Oh nein, und wieder Fieber waren. Du bist wach. Guten Morgen. Fast Mitternacht. Hast den ganzen Tag verschlafen. Oh. Als wäre ein Pferd auf mich gestürzt. Die Prügel waren schlimmer als das. Aber wenigstens ist das Fieber weg. Okay, wir fragen sie mal ein bisschen, ein paar Sätze, bevor wir wieder einschlafen, schätze ich mal. Wie hast du mich gefunden? Wie konntest du mich retten? Ich war in Scarlet's und sah diesen Schuft Bishek mit seiner Bande. Ich versuchte, sie abzulenken. Und dann tauchten zu meinem Glück Männer aus Thalmberg auf. Sie waren auf der Suche nach dir und vertrieben die Banditen. Was hat sie eigentlich, genau, was hast du in Scarlet's getrieben? Was in aller Welt hast du in Scarlet's gemacht? Aufs Sterben gewartet. Was? Sie töteten meine Brüder, meine Familie, meine Freunde. Sie sind alle tot? Ja, alle, die ich geliebt habe. Einen meiner Brüder töteten sie in den Minen. Wofür hätte sich das Leben noch gelohnt? Sag sowas nicht. Es gibt immer Hoffnung. Nicht immer. Aber das spielt keine Rolle. Jetzt bin ich eine andere. Ja, auch Theresa wurde ja, hat ja schwer getroffen. Wir haben sie ja, ich weiß gar nicht, ob wir sie eigentlich gerettet haben oder nicht. Das müssten wir tatsächlich mal rausfinden. Ja, sie haben nach mir gesucht. Das ist eine interessante Frage. Ich meine, wir haben sie ja eigentlich getäuscht. Auf der Suche nach mir? Ja. Herr Divisch hat sie geschickt und Hauptmann Robert führte sie an. Ich wüsste zu gern, wieso sich ein so feiner Herr für einen Schmied interessiert. Herr Divisch versprach Herrn Ratzig, sich um mich zu kümmern. Aber ich habe keine Ahnung, weshalb. Okay, mehr kriegen wir jetzt wahrscheinlich erstmal nicht raus, aber zumindest mal einen Teil haben wir rausbekommen. Oh, ich bin erschöpft. Ein Wunder. Ich bringe dir Wasser und etwas zu essen. Ruh dich währenddessen aus. Du bist noch schwach. Und noch später. Guten Morgen. Wie geht es dem Verletzten heute? Oh, ging mir nie besser. Nicht seitdem sie mich ans Rad gebunden und auf dem Marktplatz gevierteilt haben. Wie es scheint, ist dein Sinn für Humor zurück. Dir geht's also wirklich besser. Mein Onkel wird erfreut sein. Es war nicht leicht, ihn zu überreden, dich bleiben zu lassen. Hättest du noch länger herumgelegen, hätte er dich wohl einfach auf die Straße geworfen. Du kannst hier wohnen, bis du eine Bleibe hast. Aber mein Onkel erwartet eine Bezahlung für die Bleibe, Kost und Wundsorge. Wo sind wir denn eigentlich überhaupt? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Das ist also das Haus deines Onkels? Wir sind in der Mühle meines Onkels Peschek in Ratai. Er nahm mich auf und nach etwas Überredung auch dich. Ah, okay, aber Ratai war doch auch der Ort, wo Herr Ratzig hingeflohen ist mit den restlichen Scarletzern, die überlebt haben, die es sozusagen rechtzeitig in die Burg geschafft haben und die dann nachts geflohen sind. Ich liege hier schon viel zu lange herum. Onkel wird sich freuen, wenn er ein Maul weniger zu stopfen hat. Aber geht's dir wirklich gut? Gut genug, um zu tun, was getan werden muss. Wo finde ich Herrn Ratzig? In der unteren Burg zu Pirkstein. Er ist Herrn Hanusch von Leipers Gast. Aber ich bezweifle, dass jemand wie du einfach hineinspazieren und eine Audienz erbitten kann. Ich kenne Herrn Ratzig und habe ihm nicht wie aufgetragen sein Schwert gebracht. Ich muss ihn sehen. Wie du willst. Aber zuerst musst du mit meinem Onkel sprechen. Du hast hier über 2 Wochen im Fieberwahn gelegen. 2 Wochen? Und er hat den Apotheker und die Arzneien bezahlt. Du schuldest ihm einiges. Ich liege hier seit 2 Wochen? Mein Gott. Besser 2 Wochen im Bett als eine Ewigkeit im Grab. Wäre Onkel nicht gewesen, wärst du nicht mehr hier. Ja, ich verdanke euch mein Leben, würde ich sagen. Und wir haben einige neue Aufgaben bekommen. Ich verdanke euch mein Leben. Und ich werde meine Schulden zurückzahlen. Gut. Aber bevor du in die Stadt gehst, solltest du etwas essen. Du bist noch geschwächt. Ich habe etwas auf den Tisch gestellt. Okay, also, erstmal sammeln. Wir sind jetzt also mit Theresa, die wir ja schon in Scarlet's kennengelernt haben,
In der Nähe von Ratai. Und wir können mal ein bisschen die Karte aufmachen und mal rauszufinden, wo sind wir denn überhaupt? Ach du Heiliger. Und jetzt wird so ein bisschen das gesamte Ausmaß der Umgebung klar. Scarlet liegt hier oben und das war noch lange nicht alles. Ratai liegt hier ganz im Süden der Karte. Und ja, wir sehen auch noch nicht so viel davon. Klar, wir kennen eigentlich auch nichts hier davon. Puh, okay, wir haben also einige optionale und, ja, Pflichtquests. Also, was wir auf jeden Fall machen wollen, ist natürlich, wir wollen auf jeden Fall mit Herrn Ratzig sprechen in Ratai. Der wird uns nochmal einiges sagen, dass wir wieder zurückgerannt sind. Hier sind auch noch ein paar andere Questgeber, wenn ich das richtig sehe. Da müssen wir mal schauen. Da ist ein Aktivitätengeber. Auch das wird interessant sein, was das ist. Und natürlich müssen wir auf jeden Fall auch mit dem Onkel von Theresa sprechen, der uns ja hier anscheinend wirklich in seiner Mühle aufgenommen hat. Und wir haben auch sozusagen jetzt ein neues Zuhause.